Er ist 43 und in wenigen Tagen Vorsitzender einer Gewerkschaft mit 700.000 Mitgliedern. Ich entspanne mich dabei sehr und auch wirklich tief, weil wenn ich Musik mache, es darf nicht so oberflächlich sein wie jetzt beim Antesten, aber wenn ich ein bisschen länger mich damit befasse, dann gehe ich da auch hinein, dann konzentriere ich mich und häufig verarbeite ich auch ein bisschen das, was ich erlebt habe. Ist die gewachst? Die ist gewachst, ja. Und ist das etwas, was man auch dauerhaft gut aussieht? Oder? Michael Vassiliades sammelt Gitarren. In dieser Berliner Manufaktur hat er sich eine bestellt. Eine Spezialanfertigung für 3.500 Euro. Sein Vater arbeitete bei Bayer im Schichtdienst. Im selben Konzern lernte Michael Vassiliades Chemielaborant. Heute ist er selbst Vater von zwei Söhnen. Er sitzt im Gewerkschaftsvorstand und im Aufsichtsrat von drei DAX-Konzernen, vertritt dort die Arbeitnehmerinteressen. Sein Alltag alles andere als Rock'n'Roll. Sitzungen, Vorträge, viele Fahrten in Taxis oder Dienstwagen, diesmal in einen Vorort Berlins zum Bildungszentrum der IGBCE. Kann man ja pünktlich da sein. Die Gewerkschaft zählt rund 60.000 jugendliche Mitglieder, zumeist Auszubildende. Michael Vassiliades ist auch schon mit 16 eingetreten, gleich zu Beginn seiner Lehre. Jugendvertreter aus ganz Deutschland sind hierher gekommen, um den künftigen Gewerkschaftschef zur Rede zu stellen. Ja, Oliver Oster, Bezirk Mainfranken, Landesbezirk Bayern. Ich würde gerne auf ein anderes Thema raus, und zwar die Streikfrage. Wenn man im DGB mit anderen Gewerkschaften aus anderen Gewerkschaften diskutiert, kriegt man oft zu hören, ja, ihr seid ja die Gewerkschaft, die niemals streiken will. Das halte ich für kompletten Kappes. Weil wer wirklich weiß, was ein Streik bedeutet und wie er am Ende auch ausgeht, dann sind immer nur die Hälfte der Bilder über den Bildschirm gelaufen. Also das sind ganz harte Zerreißproben. Vassiliades ist kein Klassenkämpfer und das macht er auch klar. Er setzt auf Verhandeln, damit könne man oft mehr erreichen. Streik ist immer das letzte Mittel. Wenn es notwendig ist, muss man es tun. Trotz der moderaten Töne kommt er beim Nachwuchs gut an. Michael Vassiliades war selbst mal Jugendvertreter. Der Hobby-Rockmusiker kann Menschen mitnehmen, ohne aufzuwiegeln. Auch im Umgang mit Arbeitgebern und Politikern gibt er sich pragmatisch, aber bestimmt. Schon jetzt ist er mindestens einmal die Woche in Berlin, mischt sich ein, wo es um Arbeitsplätze in seinen Branchen geht. Die Gewerkschaften, vor allen Dingen meine Gewerkschaft, die IGBCE, versteht sich natürlich auf der einen Seite als Mitgliederorganisation. Das ist auch wichtig und richtig. Und auf der anderen Seite sind wir Teil dieses politischen und wirtschaftlichen Systems, wollen in der sozialen Marktwirtschaft auch Reformen begleiten, die für morgen und für die Beschäftigung und die Beschäftigten von morgen wichtig sind. Led Zeppelin's Stairway to Heaven ist eines seiner Lieblingsstücke. Sein Aufstieg an die Gewerkschaftsspitze war nicht vorgezeichnet. Dass er jetzt in der Wirtschaftskrise dieses Amt übernimmt, verlangt viel Fingerspitzengefühl. Zu Hause in Hannover spielt er in einer Band. Sie heißt No Time, keine Zeit. Aber die Zeit zum Spielen wird er sich auch in Zukunft nehmen.